Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren. Wir sind wieder hoch. Was liegt denn hier? Wir sind wieder mit dabei hier bei Let's Play Minecraft mit Neverguest auf Magic Mine und ach ja, ich habe das versteckt bei externe. Ich habe mir ein paar Texture Packs runtergeladen, obwohl nee, ich lasse das Texture Pack drinne. Ganz einfach, lassen wir das drinne. So. Und dann nehme ich mir hier mal das übliche Inventur raus. Ich hätte ein Dia-Schwert, eine Dia-Axt, eine Dia-Pickaxe, eine Dia-sonst was. Jo. Gehen wir mal hier runter, schauen mal, was hier so drin ist. Und wir haben ja mit mittlerweile den 22. Es ist vorweihnachtlich gestimmt hier alles. Trank der Nachtsicht, Diamantstiefel. Ach du. Tierchen, wer das war. Schmökel, Odin, Elfbogen. Ich weiß nicht, wer das war. Alter. Ja. Wir haben jetzt hier einen Zaubertisch. Und da würde ich gerne, ich sage erstmal kurz. Aufnahme beginnt. Jetzt habe ich Aufnahme ohne H geschrieben. Na okay, gut. Steinziegel, was haben wir hier noch so alles drin? Nichts wirklich Interessantes. TPT, yes, kann man machen, so, da. Jetzt steht er da neben mir, irgendwo, hier ist er. Hallöchen, wie geht's dir? Ja, ich bin wieder alleine, falls ihr es mitbekommen habt. Es liegt einfach daran, irgendwie ist momentan wirklich gar niemand mehr irgendwie intensiv online. Darum bin ich jetzt allein. Allein in einer fremden Welt. Goldener Apfel, was nehme ich mir denn mit da? Ich kann mir mal... Ich glaube, ich nehme mit... Habe ich hier eventuell ein paar Setzlinge von... Ich habe die drin, aber ich brauche eigentlich die anderen, die für den... Nee, okay, gut. Dann nehme ich immer das damit. So... Okay, dann schreiben wir noch mal ganz kurz hier okay rein. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr in den Chat zu achten auf dieser Folge. Und ich würde sagen, wir basteln einfach mal... Ja, das müssen wir eigentlich in die Mine, weil ich würde gerne, ich würde gerne die Dings, die, na, wie heißt's? Fichtenbirken nehmen, weil ich einen großen Tannenbaum basteln möchte für nächste Folge. Dazu müsste ich mir allerdings eine Rüstung anziehen, da die Mine momentan auf PvP ist und es kann passieren, dass wir da ordentlich drauf auf die Fresse kriegen. Und da ich mit Ankündigung in die Mine gehe, tue ich mich lieber vorher ausrüsten. Aber ich sehe gerade, haben wir noch Eisen? Haben wir noch Eisen? Eisen. Wo ist das Eisen? Ich möchte das Eisen rein. Ich habe mal Eisenerz. Achso, das ist, ich dachte, das ist Diamanterz. Das sieht so aus wie Diamanten. Gut, wo soll ich 52 Diamanterz haben? Ne? Ach, das ist ein Eisenbahn, alles klar. Dann schmelze ich mir mal was. Okay. Führende Funktionsrolle zu übernehmen. Da genau das dann der Fall ist. Huh. So, der begleitet uns hier. Ich hole mir noch ein bisschen Holz währenddessen. Das ist bestimmt Birke hier. Ja, das ist Birke und das ist Eiche. Das ist Eichelbaum. An dem wächst Eiche. Nein. Nein, das sag ich jetzt nicht. Nein. Oh mein Gott, nein. Er versteckt sich. Hilfe. Zeus! Ich sehe Zeus! Oh mein Gott! Ich bin nicht verrückt! Nein! Es ist die Wahrheit! Ja, ja, das sagen sie alle. Ich habe ihn wirklich gesehen. Er steht hinter mir, neben mir, hinter dem Baum. Ich sterb gleich, Alter. Alter, ich sterb gleich. Was ist das? Eichenholz. So, ja, bis ich einen Birkenwald finden könnte, das ein bisschen dauern. Ich glaube, ich brauche mal gleich ein Tierchen, in das ich mich verschlingen kann. Ein Tierchen. So gib es mir. Ein Tierchen? Hallo, Tierchen. Ein Huhn. Am Ende PvP, mach mal, ich habe nur Lederrüstung. Ja, lieber, Oh oh.
Das war so klar. Das war so klar. Na okay, gut, dann haben wir wenigstens wieder volles Leben und volles Herz. Der andere Kollege da, der ist irgendwo in der anderen Mini jetzt. Ich glaube, er war hier lang. Vielleicht treffe ich ihn ja. Ich weiß nicht genau, ob ich gerade ausgelaufen bin, aber ich glaube, ich habe mir einen Schlenker nach hier gemacht. Aber ich denke mal, Zeus sollte man ja an seinen mächtigen Sperren erkennen. Ist ja alles kein Ding. Auch mit das Gesicht weh. Ich habe mir jetzt... Gestern habe ich mir, in meiner endlosen Weisheit 200 Grad heißes Öl direkt zwischen die Augen gespritzt. Da kann ich auch froh sein, dass ich die Augen zu hatte, sonst hätte ich, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen und jetzt playen. Und jetzt tut mir die gesamte Nase weh, weil sich da alles abschält. Ja, das ist unschön, ist aber leider wahr. Kann mal passieren. Ich bin ein Opfer. Ein Opfer. Des Lebens. Klingt hart. Ist aber so. Wo ist denn hier mal irgendwie... Jetzt habe ich letztens mit der letzten Mal so ein geiles Haus gefunden, wo man so schön griefen konnte und so viel Zeug gefunden hat. Jetzt bin ich wirklich auf der Suche nach so einem Haus. Hat Ram gesagt, ich sei Zeug in die Kiste gelegt? Ja, ich glaube schon. Macht er eigentlich immer. Was? Ich habe gerade verstanden, dass Mietz gesagt hat, ich habe einen größeren. Strange. Oh. Ja, Edna bricht aus. La, 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 la. Ach ja. Macht aber auch mal Spaß, ab und zu mal so alleine zu Let's Playen im Multiplayer. Weil dann kann man sich viel mehr auf die Leute einlassen, kann ein bisschen Spaß mit denen machen. Wenn man jetzt, das heißt nicht, dass ich keinen Spaß habe mit Ramgeso oder so, auf keinen Fall. Das ist natürlich auch sehr lustig. Aber wenn man so mit Leuten zusammen Let's Playt, dann geht man weniger auf die Leute ein, die auf dem Server sind. Jetzt zum Beispiel lese ich gerade jede 35 Sekunden einmal so im Chat so ein bisschen rum und gucke, ob ich was Interessantes entdecke. Ja, das kriegst du gar nicht hin, wenn du mit anderen Leuten Let's Playst, weil... Wow! Mach einen ruhigen Süße! Weil, du bist ja wirklich permanent mit dem am Quatschen und dann fällt dir das ja nicht so auf einfach, wenn da irgendjemand was reinschreibt. Nanu? Hier liegen überall Ersetzlinge. Wo bist du? Wir wollen ja am Ende nochmal PvP machen. Das wird ziemlich schwer, mein Guter, da das Ende in 2 Minuten ist für diese Folge. Und ich hoffe, ich finde noch einen Baum, weil ich würde eigentlich gerne... in der nächsten Folge... einen großen Tannenbaum mit euch basteln. Aber ich finde keinen. Oh Mann. Geht wieder alles nach hinten los hier. Da muss ich mir vielleicht was für die nächste Folge einfallen lassen. Ich weiß aber noch nicht was. Puh. Oh, die Katze. Ich kann sie mir leider nicht fangen, weil ich kein... Nein, der Mini kann es ja eh nicht fangen. Oh, Ende der Welt erreicht. Das finde ich ein bisschen scheiße, wenn das Ende der Welt erreicht, wirst du zurückgebeamt, statt einfach nur stehen zu bleiben. Und dann verwirre ich mich immer und weiß nicht mehr, wo gerade das Ende der Welt... Ja, siehst du, das war schon wieder das Ende der Welt. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay, hier ist glaube ich nicht das Ende der Welt. So. Huch, was haben wir denn hier? Da hat jemand hochgebaut. Gibt's hier ein Haus zu creeven? Ich will ein Haus creeven. Macht voll Spaß, wenn man mal creeven darf auf dem Server. Yay. Macht, tut irgendwie, ich weiß nicht. Ist scheiße, für den, der es gebaut hat, aber es macht irgendwie Spaß. Vielleicht baue ich auch mal so ein Haus einfach nur so, damit andere Leute auch mal creeven können, so hier rein. So ein paar einzelne kleine Häuserchen, so ein, das schreibe ich dann dran hier, Never Guest LP Griefen erlaubt, und dann tue ich da mal so ein bisschen was reinstecken, damit auch mal die Leute eine Chance haben, weil ich baue ja sonst eigentlich in der Mine nichts, weil ich genau weiß, dass es sich griefen lässt. Jetzt habe ich wieder kein Essen mehr. Wie geht denn, wie schnell geht denn das bitte? Überlebe ich das? Nein, tue ich nicht. Oh, ich habe es überlebt. Alles klar, okay. Gut, alles schlecht.
Aber ich habe immer noch kein Huch, ey, der wird schon wieder, okay. Ist die Mini kleiner geworden, kann das sein? Jeder darf einen Shop aufnehmen. Okay, ich habe nur nicht die wie in der Mall. Das ist neu. Früher durfte man den gar nicht haben. Das ist ja cool. Also darf ich auf meinem was muss dann so verkaufen? Ah, alles klar, okay, gut. Das wusste ich nicht. Ach so, ja, nee, klar. Da gab's mal einen Fall in den ganz harten, da hat eine auf ihrem GS auch so Shopläden errichtet, genau wie in der Mall mit diesen Schildern und so. Da haben sie rigoros das gesamte GS abgebaut. Das fand ich echt krass. Ich habe mich dazugestellt und habe die ganzen Rohstoffe bekommen. Man muss nur die richtigen Kontakte haben, ne? Alter, ich bin Tannenbaum. Tannenbaum. So ein Mist. Tannenbaum. Tannenbaum? Tannenbaum. Tannenbaum. Hallo, so. Ja, ich weiß, dass ich hier keinen Tannenbaum finde, aber... Man kann es ja trotzdem mal nicht versuchen. Aua. 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 So. Was haben wir denn hier noch? Das ist doch so... Ich krimm jetzt schon wieder die Räume hier raus. Alter, wie lange geht der Dschungel denn noch? Ist die ganze Mine ein einziger Dschungel oder was? So. Huch! Hat gerade wieder ein bisschen gelackt. Da waren die FPS. Ja gut, im Dschungel ist sowieso immer so ein Ding, da gehen die FPS ja gerne mal ein Stück runter. Aber momentan sind es wieder 30 stabile FPS. Freunde, FPS. Freude, freie PC-Stärke. Ja klar, okay, gut. Ist die frei verfügbare PC-Stärke, das ist ein physikalischer Wert. Mit denen lässt sich auch das atomare Ionenbild beschreiben. Was es bestimmt nicht gibt, aber klingt gut. Klingt gut, schmeckt gut, ist so. Ist übrigens Pokémon, ist so. Ne? Ich habe auch überlegt, ob ich mir den Pokémon vielleicht mal reinpacke. Ich bin ja auch, wenn ich schon etwas erwachsen bin, bin ich immer noch so ein kleiner Pokémon-Fan. Das steckt immer noch tief in mir. Es ist echt eine Qual manchmal, wenn man älter wird, dieses zweideutige Denken. Das ist manchmal eklig. Eklig? Nein, es ist nicht schön. Werdet niemals erwachsen. Wenn ihr merkt, es geht mit eurer Jugend zu Ende, dann einfach ins Nimmerland und dann wisst ihr Bescheid, ne? Dass das aussieht wie Geschenke, da ist Sandstein, also nicht verwirren lassen, dass da Geschenke drin sind. Ein Noob, was denn für ein Problem? Tja, irgendwie finde ich nichts. Aua. Tja, ich glaube, das war's dann auch mit der Folge. Wir finden ja anscheinend nichts, da muss ich mal gucken, wie ich das sonst mache. Eventuell spendet ja ein Neverguest dem Neverguest einen Tannensetzling. Das kann ja durchaus passieren. Ja, ja, komm. Aua. Aua, ich werde sterben. Okay, gut. Hey! Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann am 24. Tschüss!